Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Teil 2. Wir sind immer noch als Kapitänin Abby unterwegs. Haben in der letzten Folge dieses Schiff hier erobert, kann man ja sagen. Von Zombies befreit. Von Infizierten, entschuldigt bitte. Infizierte. Gibt ja keine Zombies. Oh, da hat einen komischen Schritt zur Seite gemacht, die Abby. Da liegen noch die Kadaver rum. Wir haben eine Brechstange. Sehr gut. Und schon haben wir wieder eine Nahkampfwaffe. Astrein. Das hat geknallt. Wenn ihr wissen wollt, wie sehr es geknallt hat, letzte Folge unter dem Video, ist der Link zur kompletten Playlist. Da könnt ihr nochmal schauen. Ja, ein paar Münzen haben wir auch wieder gefunden. Ein paar groß geschrieben, nämlich genau zwei. Wo die sich befinden, seht ihr auch in der letzten Folge. Falls ihr solche Artefakte sammelt und falls ihr das Spiel selber spielt oder schon gespielt habt, nur diese Münzen noch nicht alle gefunden habt, gibt es ja mit Sicherheit irgendeine Trophäe, ne? Finde alle Münzen. Das ist ja bei mir, ich spiele ja die Spiele und sammle so nebenbei Trophäen. Ne, das sind bei mir alles so die nebenbei Trophäen. Ich würde gern noch ganz nach oben gehen. Aber das scheint leider nicht möglich. Nein. Frage ich mich aber, wie man da hochgekommen ist. Ja, keine Leiter, nix. Leiter nicht. So, haben wir hier einen Bossfight oder irgendwas? Okay. Kein Bossfight. Ein Zettelchen haben wir. Oh, das Logbuch. Aus San Diego ausgelaufen, Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord wollten, wurden gewalttätig, aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord. Captain AJ Melidor hat das Kommando. 3.10. 14.50 Uhr. Zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem untersten Deck für Sie eingerichtet. 4.10. 13.38 Uhr. Funkkontakt zum Hafen von Vancouver. Gute Neuigkeiten. Bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern. 5.10. Passagier Barnes ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgesperrt, um ihn zu suchen. 5.10. 14.50 Uhr. Passagier Barnes wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Passagierin Josephine Roberts griff ein und drängte ihn es über Bord. 5.10. 19.05 Uhr habe Miss Roberts Forderung, alle Anwesenden nochmals vom Schiffsarzt untersuchen zu lassen, abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgende Forderung, die Waffen auszuhändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass uns eine Paranoia in eine Katastrophe führt. 6.10. Trotz ihrer Proteste wurden weitere Passagiere, die über verschiedene Beschwerden klagten, Kopfschmerzen, Magenverstimmung, Schwindel, vorübergehend in der Krankenstation unter Deck unter Quarantäne gestellt. 6.10. Seattle in Sicht, verschiedene Funkkanäle wegen Tankstopp ausprobiert. Keine Antwort, wir fahren weiter. 21 Uhr, alle Personen auf der Krankenstation wurden umgebracht. Diese Leute waren nicht infiziert, das war kaltblütiger Mord. Niemand wird von Bord gehen, bis der Schuldige gefunden ist. 6.10. Es war Roberts, wie ich vermutet hatte. Wir haben aufeinander geschossen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überlebt. Wenn ich dieses Ding rausziehe, verblute ich wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ich werde auf die Küste zusteuern, damit alle an Bord an Land gehen können. Der Hafen ist nah, ich muss durchhalten. Ich kann Infizierte vor meiner Tür hören. Hatte sie recht? Ja, sie hatte recht. Und das war also der Kapitän. Wir haben ihm den Bolzen jetzt rausgezogen, werden ihn selber verwenden. Für unsere eigenen Zwecke. Und vor der Tür, ja, Infizierte. Die Infizierten sind jetzt nicht mehr da. Dafür sind wir da.
Wir können jetzt die Leiter nach oben. Tja, machen wir das mal. Oh, warte mal. Wartet. Rob auf der Suche nach Münzen. Hahaha. Wusste ich doch. Utah. Ja, läuft doch. Wieder so eine Nebenbei-Münze. Für die Nebenbei-Trophäe. Kann ich eigentlich auf den LKW da drüben springen? Nein. Kann man nicht. Wieder mal ein Point of No Return. Ich höre nichts, das wird bösartig. Muss es weiter oben probieren. Yep. Ach. Hab ich eine Lust, da hochzugehen? Wohl weiter oben. Wir hatten lange nichts mehr mit einem Seil, ne? Schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Licht aus, nicht sofort gesehen wird. Hallo? Ja. Ihr habt's auch gehört? Irgendwo ist hier was Infiziertes. Nur weiß ich selber noch nicht wo. Aber das werden wir herausfinden. Nice. Wie gesagt, es lohnt sich halt immer und überall zu schauen, ne? Schade, hab gehofft, der Container ist offen. Da liegen Haufen Leichen oder irgendwas. Hier kann ich nicht hochklettern. Ja, hier war irgendein Gemetzel. Gut. Ein Haufen Toter. Kein Anzeichen, warum die tot sind. Alter, diese Ruhe, ne? Diese Ruhe nervt ohne Ende. Keine Ahnung, was passiert. Wir werden da runterrutschen. Da unten wird uns irgendwas überraschen. Das ist so durchsichtig, ernsthaft. Wie sieht's denn aus? Herstellen können wir leider keine Bomben. Aber wir haben ja noch die Brandmunition drin. Und zur Not noch eine Nahkampfwaffe. Immer schön an der Wand lang.
Allmächt. Allmächt. Ich bin so angespannt, ne? Okay, so viel zum Thema durchsichtig. Also wir sind runter und kam doch nichts. Aber hier geht's ja nochmal runter. Das gleiche Gebüsch. Ich bin so total die Angsthasentaktik, ne? Shit. Tut mir leid. Tut mir leid, Freunde, aber ich traue diesem Spiel nicht mehr. Seit wir da durch den Wald rennen mussten, ohne Nahkampfwaffe, ohne alles. Dann noch die Olle kam mit ihrem blöden Hammer. Seitdem bin ich extrem vorsichtig geworden. Die Suche nach Nebenbei-Münzen geht weiter. Kann ja mal sein, dass hier mal was rumliegt, ne? Was rumoxidiert. Okay, es gibt zwei Wege, die wir einschlagen können. Beide Wege führen zu einem Punkt. Waterfront Aquarium. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind da, ohne dass irgendetwas Böses noch passiert ist. Ich weiß, dass du da bist, Owen. Das ist ein cooler Pinguin, sag ich, ein cooler Delfin hier. Kann ich da hochklettern? Nein. Bisschen Krach machen. Ist da drin irgendwas? Nein. Ist die Seerobbe. Ach, man kann wahrscheinlich deswegen hier außen langlaufen, weil die Tür zu ist. Deswegen müssten wir vielleicht storytechnisch auch nochmal probieren, die Tür aufzumachen. Da ist wirklich nichts drin, ne? Nee, wenn die Scheiben so aussehen, dann kann man das Gebäude nicht betreten. So gut, immer jetzt hier reingehen. Schauen wir trotz allem nochmal am Vordereingang, ob die Tür aufgeht. So, ich bin ein bisschen ruhig, ne, weil ich lausche. Ich lausche schon wieder. Die ganze Zeit. Nur am Lauschen. Okay, da sehe ich nichts. Hab ich doch gesagt. Naja. Wie gesagt, wenn man ab und zu mal ein Computerspiel spielt, irgendwann erkennt man ja dann auch ein Muster. Gerade bei storylastigen Spielen wie jetzt The Last of Us, ne? Oder die ersten Teile auch von Assassin's Creed. Wo es richtig open wird, oder? Ne? Obwohl, na, das kann man nicht verallgemeinern, auch bei Open-World-Spielen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt erinnere an Red Dead Redemption 2, die Story hatte schon einen Faden, einen roten Faden gehabt, ne?
Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Alles in der Playlist. Gut. Auch zu. Ja, nice. Gut. Suchen wir uns mal eine offene Scheibe. Oder irgendwas, wo man reinkriechen kann. Kann man reinkriechen? Hier ist so eine offene Scheibe. So. Ich hoffe ja, das Gebäude wurde nicht von Infizierten überrannt. Hier ist ein... Okay, ein Seil. Wofür braucht man ein Seil? Vielleicht. Vielleicht? War da draußen ein Generator? Was, die Steckdose ist hier nicht, oder? Nope. No chance, wir müssen also da drin erstmal die Tür aufmachen. Ja, leg das Seil hin. Danke. Gut. Ast rein. Vielleicht. Warte mal, neue Flasche mal mitnehmen. So, jetzt können wir das Seil tragen. Also, das Kabel. Jetzt hier rüber werfen. Müssten wir ja durch die Gesetze der Physik ganz hochklettern können. Ja, mega cool. So. Aber ehe ich jetzt da runter gehe. Lassen wir uns das Seil auch hier nochmal runter. Ich hoffe, dass das bis runter hält. Nein, schade. Ach so, der Weg führt sowieso da runter, weil die Tür hier ist zugewachsen. Okay, Point of No Return. Kein Wunder, dass wir das Seil nicht nehmen können. Wehe, wenn du irgendwas wegen dem Glas sagst. Wehe, wenn du was? Ich hab nicht ganz aufgepasst jetzt. Ich bin ein bisschen irritiert. Okay. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Yep. Ich glaube, das ist Blut, Abby. Ich höre aber keine Infizierten, ne, oder? Nein. Na gut, Freunde, tja, ich will jetzt die Spannung ist ja hier vollkommen am Siedepunkt angekommen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bin gespannt. Jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren zum Kapitel Ellie. Ellie hat ja Owen und Mel umgebracht. Ne? Also es war Notwehr, definitiv, aber in Abbys Augen war es ja kaltblütiger Mord. Ne? Verschonen konnten wir sie nicht, also es ging ja dann Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Von daher bin ich jetzt gespannt. Treffen wir jetzt auf die blutverschmierten Leichen von Mel und Owen? Oder treffen wir auf Infizierte und auf einen verletzten Owen? Aber wo wir mit Ellie gespielt haben, war Owen nicht verletzt. Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Dran geblieben. Reingehauen. Liebe Grüße. Euer Ron.